Weiter geht es mit einer neuen, klingenschwingenden Folge X-Men Origins Wolverine. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich ein dickes, fettes, mutantenstarkes Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ihr wollt ein bisschen supporten, ganz easy, einfach nur einen klitzekleinen Kommentar schreiben und eine Bewertung dalassen. Zum Beispiel, wer ist euer absoluter Lieblings-X-Men? Wer ist euer Favorit? Das muss ja nicht Logan sein. Das kann jeder andere auch sein. Ich mochte immer Gambit. Ich finde, der hat eine coole Art gehabt. Das war einer der coolsten X-Men. Alter, Victor, jetzt machen wir hier einen Punkt, yo. Wegen dir muss ich jetzt komplett durchdrehen. Kabams. Alter, der Angriff ist aber auch echt strong, ne? Wer würde gewinnen? Sabertooth oder Wolverine? Ich weiß nicht. Ich würde Sabertooth nicht unterschätzen. Der ist schon echt strong. Alter, haut einfach mal hier die Mucke an. Seine mächtigste Waffe. Lizenzmusik. Er ist einfach wieder frisch. Er ist einfach wieder frisch. Und blockt hier alles weg. Ja, so ist gut. Das hat richtig wehgetan. Jetzt nochmal hier ein bisschen hinterher prügeln. Und wieder drauf. Logan. Mit Hass im Herzen. Macht hier seinen Bruder fertig. Wow, wow, wow. Was macht er jetzt für Moves? Jetzt will er es richtig wissen, oder was? Bam! Let's take this outside. Ey, ich muss sagen, die Schadensmodelle sehen schon geil aus, ne? Oh mein Gott, Alter! Warum ist hier eigentlich nicht die Controller-Anzeige, sondern aus irgendeinem Grund Maus und Tastatur. Ah, keine Ahnung. Und Bams. Ja, und die Kämpfe sind auch schön knackig. Also jetzt nicht irgendwie unfair oder dass man da jetzt ultra ins Schwitzen kommt, aber es ist halt auch ein bisschen herausfordernd. So wie es sein muss, oder? Und der heilt sich wieder, macht sich wieder dick, macht sich wieder baff. Alles kein Thema für uns. Alter, wie kann er das alles blocken? Auch so, im Hintergrund siehst du halt wirklich die Schnitte von den Klauen. Das finde ich irgendwie cool gelöst. Hat er mich gerade gecrappt? Ah, aber jetzt... aus der Defense. Komm schon, Victor. Wir können über alles reden. Du legst dich auf den Rücken. Ich zerkratze dein Gesicht wie eine fiese kleine Katze. Schon ist alles gut. Er windet sich da aber auch immer wieder raus. Daneben. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn ganz gut im Griff. Bam! Logan, be careful! Kayla, stay back! Was always better at this part than you. Now, where'd your old lady get to?
Please, Kayla, stay with me. You're okay. You're okay. No, Logan, she isn't. Strike her. I came to warn you! You knew he was coming? Victor's appetites were becoming too public. We had to confine him. He felt betrayed, went AWOL, said he's coming for all of us. So you didn't come to warn me, you came to save your own ass. He killed Wade. You were supposed to be next. What's your plan, Captain? I'm gonna find him and kill him. You already tried. You can't beat him, Logan. You know you can't. But there is another option. I can give you the tools to defeat him. I can promise you two things. You will suffer more pain than any other man could endure. Your bones will be coated in adamantium. When we're done, you'll be able to withstand anything. Even Creed. Where did you fight him, Miner's Boss? It's more important to me than his life. Don't even think about what the hell? Stand down, Captain. My brother, my responsibility. At my command. The operation was a success, but he can't be trusted. We have his DNA for Weapon 11. Terminate him. Jetzt mal hands down, aber wie gut sieht bitteschön das Spiel in den Cutscenes immer noch aus, ne? Also diese Rendersequenzen sind so episch. Alter, er schnetzelt sich durch. Jetzt noch mehr Gewalt dank Adamantium. So, gelevelt. Jetzt können wir auch Fähigkeitspunkte ausgeben. Nice. So, den hauen wir noch zu Klump. Ich sag ja, Raven Software lässt dich eben niemals hängen. Auf die ist eben Verlass. Bam. Alter, jetzt hier noch im Beast-Modus. Also so brutal wird niemals, niemals das neue X-Men-Game. Never. Boah, die machen böse Schaden, die Jungs. Und halten erstaunlich viel aus dafür, dass es einfach nur irgendwelche Menschen sind. Oh, 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 nicht gut. Alter, das sind so viele. Ich muss mich erstmal zurückziehen. Alright. Hol dir ein bisschen Leben zurück. Alles gut, Bruder, alles gut. So, erstmal dem hier noch die Beine wegziehen. Ey, als Mensch, ich weiß nicht, wie viel Geld man mir bezahlen muss, dass ich sowas hier machen würde. Also ich würde instant kündigen. Ich würde sagen, okay, nee, sorry, gegen Wolverine. Ich als Mensch, oh, vergiss es, Alter. Ich kündige. Hier ist meine Kündigung, Bro. So, wir schauen mal, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Scheint nicht. Also ja, ich muss sagen, ich finde es grafisch immer noch mega geil. So, die Klauen verbessert. Ha, wie kriege ich denn nochmal die hier? Die kommen erst später, glaube ich, dazu. So, das leveln wir, weil das ist halt so ein Allround-Angriff, den man eigentlich immer wieder verwendet. Also wer ein Wolverine-Spiel sucht, ihr habt eins. Wer sagt, ey, ich kann's nicht abwarten, bis Insomniac Games endlich rausrückt mit ihrem Spiel, spielt das hier. Das sieht heute immer noch ganz anständig aus, es macht mega Bock. Kann es nur empfehlen.
kill guys like you. Bob, I'm one of a kind. You're dead. Allgemein sind leider diese ganzen Lizenzen im Moment eingefroren bei Activision, so wie ich das verstehe. Bam. Weil zum Beispiel Deadpool ist ja auch von Activision gewesen. Und ich glaube, die haben sogar noch die Lizenz. Aber Activision sieht halt auch keinen Sinn, irgendwelche Spiele daraus zu bringen, weil sie halt auch nur die Cash-Cow haben wollen, ne? Die haben jetzt hier Call of Duty, das läuft ganz anständig. Das wird jetzt abgemolken, bis es trocken ist. I'm the best at what I do. Come in, we're taking casualties. Send reinforcements. Okay, gegen Schützen kann er sich nicht wehren. Schade. Logan, this is Colonel Stryker. You mind explaining what in blazes you're doing? Attention. You've killed my men and damaged some very expensive equipment. You're out of control, son. Stand down immediately. Personal log, Captain William Stryker. I'm pushing forward with assembling my squad of mutants. High command is dubious, but they're willing to let me run with it for a few more months. Once they see the team in action, I'm sure I'll have their full confidence. Along that line, I just received word of two brothers who are mutants. Both have regenerative powers, and one of them has retractable bone claws. Unfortunately, they're hot-tempered. One of them killed a commanding officer. But there's potential here, so I'm going to see if they can be of use. Tja, mein Bruder ist halt wirklich ein Psycho. Sabertooth in den Griff kriegen, wohl eher nicht. Der Mann ist ein verdammter Irrer. Aber ich fand ihn immer ganz cool als Charakter. In den Comics war er auf jeden Fall nice, Sabertooth. Ich habe auch eine sehr coole Sabertooth-Statue von Sideshow. Die ist ganz nice. Hau sie zu Brei, Logan. Alter, der Twister. Wow, 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 wow. Komm schon. Petz den Boy. Okay, noch irgendjemand hier? Oder bin ich sie alle los? Alter, hier irgendwelche Leichen rum. Was soll haben die hier getrieben? Was meint ihr? Ist dieses Spiel hier zu Recht in Deutschland nicht erschienen und zu Recht indiziert und verboten? Oder sagt ihr, nö, why? Findet ihr, das Ganze hier ist jugendgefährdend? Oder sagt ihr, nö, voll lässig? Boah, Explosion, Explosion, ich muss raus! Boah, wie wir aussehen, diese Einschusslöcher, ne? Wie man das auch so richtig realistisch dargestellt hat. Und jetzt stellt euch das mal vor in der Grafik von Spider-Man. Never sehen wir sowas, never. Also wenn die sowas machen würden. Wahnsinn. So, der Opa ist wieder frisch. Der gute alte Opa Logan. Alright. Ah, okay. Kann ich noch so eine Rolle machen? König der Rollen, der Mann, ne? Moin, Jungs. Personal log, Captain
Captain William Stryker. Our top scientific minds would have us believe that the appearance of Homo Superior is little more than an aberration. But what if they're wrong? What if the number of mutants continues to increase? And what if they become even more powerful, to the point where they determine we're no longer necessary? The incident with the team in Africa has shown me that mutants are incapable of being trusted. We humans must take steps to protect ourselves. Ey, den Punkt kann ich bei Stryker auch irgendwie verstehen. Nicht alle sind wie ein Logan, die ein ehrbares Gefühl haben und Menschen halt nicht als niedere Wesensform ansehen. Man sieht's ja an Sabertooth, wie der einfach durchmäht, ne? Für den sind Menschen halt Insekten. Weil ein gottgleiches Wesen ist im Vergleich zu einem Normalbürger. So gesehen, eine kleine Versicherung ist nicht unbedingt dumm, was Stryker da sagt. Oder so ein Magneto. Der fetzt dich kaputt, ne? Magneto ist super, super strong. Lass mir hier alles kaputt schlagen. Weapon X, I mean Logan, there's not much time. You were injected with a poison while you were in the adamantium tank. I can help you, but first you have to come to my lab. I'll unlock a door for you. And be careful. They sent ghost squads. Oh nein, jetzt auch noch Geister. What the hell was that all about? You even blink and you're dead. Your friends used too much cologne. Activating cloak now. Tja, ich hab dich gerochen, Alter. Logan ist halt auch ein verdammtes Tier. Er riecht den Feind. So, wieder einer weniger. Geben aber ganz gute Erfahrungspunkte, muss man sagen. Auch wenn sie super lästig sind. Oh, Alter. Der ist nur noch klump. Ah, Raven Software. Auf die ist einfach Verlass. Ich mag die Jungs und Mädels. Mann, geile Games. Begleiten mich mein ganzes Leben schon. Ich meine, Soldier of Fortune muss man doch auch einfach nur lieben. Ah, ich würde so gerne nochmal den Einser spielen. Vielleicht mal im Stream komplett durchspielen. Ich weiß nicht, ob der mich heute halt noch kickt. Allgemein echt schade, dass es so wenig Spiele gibt, gute Spiele zu Superhelden. Ein paar gibt es ja wenigstens. Oder sagen wir jetzt nicht Superhelden, sondern lieber Comics. Das ist ein bisschen akkurater. Ah, hier. Gesundheit wurde gesteigert. So, ich brauche das hier. Bob, get out of my way. Bob, get out of my way. Wow. Und tschüss. Hat ein Ärmchen verloren. Ja, es gibt zum Beispiel The Darkness 1 und 2, sehr geile Spiele. Punisher, sehr geiles Spiel. Bisschen was haben wir ja. Aber es ist halt noch so viel da, ne, was man machen könnte. Mein absoluter Traum wäre ein Lobo-Spiel. Weil Lobo ist einer meiner absoluten Lieblinge und mein gescheites Spawn-Game. Boah, stellt euch mal vor, so ein richtig geiles Spawn-Spiel. So in die Richtung wie The Darkness, nur eben mit Spawn. Gott, das wäre so verdammt episch. Allgemein, Spawn ist leider auch so eine Marke. Da passiert nichts. Da passiert einfach nichts. Es soll ja angeblich ein Spawn-Film kommen mit Jamie Foxx. Au, Wendigo Prototype.
Moin, Mr. Wendigo. Oh mein Gott. Boah, der wickelt mich. Geh mal weg, ich brauche ein bisschen Heilung. Mr. Wendigo. Was hat der hier unten alles gezüchtet? Der olle Striker. Ah. Au. Bitteschön. Bisschen Schlachten muss drin sein. Na, ah, geht nicht. Mist. Immer noch nicht. Oh, das sind explosive Fässer. Okay, gut zu wissen. Ich dachte, die würden vielleicht nur ein bisschen Rage geben. Ah, hau mal hier drauf. Was? Eben gerade wurde doch... Naja. Und ran hier. Yes, baby. Keine Chance. So, gehen wir mal rein. Dankeschön. Dankeschön. Boah, die Stimme ist super leise. Schade, die Logs sind eigentlich ganz interessant. Wenn man der englischen Sprache mächtig ist, dann eigentlich ganz interessant, den Kram, den man hier liest und hört. Aber wie gesagt, bei dem Spiel gibt es halt nicht mal Untertitel. Ich habe geguckt, ob ich das irgendwie patchen kann. Es gibt einen Typ, der hat Menüführung und sowas alles reingepatcht, aber es gibt halt auch keine englischen Untertitel, wie es scheint. Irgendwie Raven Software hat mit Untertiteln so ihre Probleme. Aus irgendeinem Grund haben die nie Untertitel. Enemy prisoners are injected with the serum without their knowledge. Then they are returned to the enemy as part of a prisoner exchange. Over time, some of these soldiers are bound to return to active duty. Then, during the first adrenaline rush of battle, they transform into mindless animals who attack their own troops. Oh, it's genius. Simply genius. Alter, hast du Nasenbluten? Bisschen zu viel Coca. So. Are you there, Logan? Can you hear me? Who the hell are you? I'm Dr. Carol Frost, and I work for Dr. Cornelius. I think I can help you. What's happening to me? As an insurance policy against you escaping, Stryker had you injected with a bioenzyme. It just activated and destroyed your regeneration and feral senses. I can repair the damage, but you must meet me in my lab, north of here. And why should I trust you? Because if you don't, you'll die. Also habe ich keine andere Wahl. Gesundheitlich bin ich auch ganz schön zernudelt. The mission to Angola was a success. The indigenous personnel
reluctant to reveal the location of the mineral. But in the end, we got what we came for. There was some collateral damage. A military advisor paid the ultimate price in service to her country. Also, a team member left due to combat fatigue. He'll be kept under surveillance for possible activation at a later date. Ah, seine Mutantenarmee. Warte mal. Komme ich denn da hin? Moment, hier war doch eigentlich der Logan-Sinn. Habe ich ihn nicht mehr? Ah! Das Ding kann man verschieben. Ich mochte auch immer ganz gerne Nightcrawler und Quicksilver. Alter, woher nimmt ihr das ganze Personal? Wie können die sich das immer leisten, so viel Personal einzustellen? So, Kontrollpunkt erreicht. Ja, mal ein bisschen reinhacken, dies, das. Ne, ich habe nicht mehr diese Logan Vision. Die habe ich irgendwie verloren. Warte mal, wo muss das hin? Hier hin? Reicht das? Ja. Er trotzt eh der Physik, denn er kann aus irgendeinem Grund einen Doppelsprung. Keine Ahnung, wie Logan das macht, aber er kann es. Ich habe keine Lebensenergie. Warte mal, muss ich jetzt die Kiste hier hinschieben und dann geht die Tür nicht mehr richtig zu? Weil so weit habe ich es nie gespielt. Das Game auch nie durchgespielt. Es war halt alles so in einer Phase, wo so viele Spiele gekommen sind. Und dann musste ich auch arbeiten viel zu der Zeit. Das war auch noch vor YouTube. Da sind einfach so viele Spiele gekommen. Das war die große Zeit. Wäre das heute noch so mit YouTube, dass ich einfach zugeballert werde mit Games, dass ich jeden Monat ein Blockbuster jagt den nächsten. Und ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass Wolverine unbedingt ein Blockbuster ist. Aber wenn sowas jetzt nochmal rauskommen würde, in einer etwas besseren Grafik, neu, modern, das würde alles so laufen. A man was brought in today who could instantly teleport from one location to another. Imagine the military potential of this ability. And what if there are others with even greater powers? A strike force composed of mutants could accomplish missions that no human squad could even hope to attempt. Warte mal, wie komme ich denn da ran? Sie irgendwo festhalten? Ah ja. Ah ja. So. Ich glaube, der Aufzug ist ein bisschen schneller. Okay, let's go. Ich kann auch Feinde töten, die mich noch nicht entdeckt haben. Schleichen wir? Okay, hier kann ich schon mal nicht runter. Oh, so you're my guardian angel, huh? I simply want to help. Wait, you don't understand. I want to stop the atrocities they're committing here, and I'm starting with you. What's that do? It will deactivate the bioenzyme. All right. Do it. You're safe now. If you go to the biomechanics lab, I'll repair your healing ability. Hey, Doc. If this turns out to be a trap,
I will hunt you down. Then I have nothing to worry about. I brought your things. Ja, Mann, Unterhemd, Blue Jeans und Gürtel. Personal log, Captain William Stryker. I just read the surveillance reports on former members of Team X. It breaks my heart to see what these men have sunk into. Wraith is running a gym. Dukes has an eating disorder and Bradley works at a carnival. Perhaps the most pitiful of all is Logan. He had such potential, and now it's all going to waste while he hides in the wilderness. Ja, ist schon traurig, der arme Logan hat so viel Potenzial, aber versteckt sich. Authorized by Dr. Abraham Cornelius. Adamantium. Are you certain such a metal even exists? It's extremely rare, but yes. Dr. McLean's notes were quite clear. Bonding that metal to bone must be painful. Very much so. But more importantly, the process damages all the surrounding tissue. Sounds like it would kill a normal man. Indeed it would. But who says we need to use a normal man? Ja, wir brauchen schon einen normalen Mann, wenn er so einen Übermann haben kann, wie unser Logan hier. Randale 1. Warte mal, jetzt habe ich hier, muss er gehen. Und ist drin. Yo. Nice. Alter. Wie man meine Rippen sieht. Bams. Wie er noch so guckt. So. Das darf niemand sehen. Okay, ich heil mich nicht. Personal log. Dr. Abraham Cornelius. How can they expect me to complete my work when my hands are tied by so many rules and regulations? I'm on the verge of a revolutionary breakthrough, and they're worried about human rights. Well, the test subjects are not humans, they're mutants. Legally, they have no rights. Was für ein Arsch, ne? Hold up, I saw something in there. It's nothing. Just a portable turret. I don't know. Weapon X has got you seeing things. Let's get the hell out of here. Naja, es ist ja ein Mutant. Er hat ja eigentlich gar keine Rechte, also von daher. Räudig. Attention. This sector is under lockdown. Security badges must be displayed at all checkpoints. Du bist instant weg, oder was? Na gut. Das ist mies. Aber was ist denn da vorne drin? Warte mal, da würde ich eh nochmal ganz gerne zurückgehen, wenn ich jetzt die Möglichkeit haben sollte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat in dem Raum leider... Ah, doch, ich kann raus. Hier ist ja auch noch ein Raum. Gut, gut, dass ich rausgegangen bin. Und durch, Gott sei Dank. Personal log. First entry. Dr. Carol Frost. I hadn't realized how large the Weapon X facility was when I first interviewed here. They gave me a tour today, and I discovered that 90% of it's underground. The place is huge. The people here are very skilled, and the equipment is top of the line. Some of it I didn't even know existed. I also met Captain Stryker for the first time. Unlike Dr. Cornelius, who's always struck me as a bit of a cold fish. Whoa! He seems to genuinely care about what we're doing. Krass. Einfach nur krass. Ja, die Geschichte darüber, was alles so an Forschung mit den Mutanten betrieben wurde, haben wir auch schon in den, ich sag mal, Original-X-Men-Film, ne, wo Hugh Jackman noch nicht so einen Mega-Beast-Körper hatte. Die ich auch eigentlich ganz gut finde. Ich mag die ganz gerne. Es war halt so... Ah, ey, die Stelle ist räudig. Die Stelle ist richtig räudig. Es war halt so ein erster Versuch, hochwertige Comic-Verfilmungen zu machen.
Man kann schon sagen, dass die X-Men-Reihe da schon Pionierarbeit geleistet hat. Klar gab es davor auch sowas wie einen Spawn-Film, den ich auch eigentlich ganz gern habe. Ich muss ihn gern haben. Denn ich kriege eh nichts anderes. Der Spawn-Film ist alles, was ich krieg. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Man kann schon sagen, die X-Men-Filme, die waren so die ersten im Marvel-Bereich. Spider-Man kam ja alles zu der Zeit. Was ist das hier offen? Ach, warte. Okay. Ach so, ich bewege das jetzt nach ganz hinten, lass es los und dann geht das mit mir. Wow, 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 wow. So, was nu? Das hier kann man nicht zerschlitzen. Ah. He's up there! Oh, wow, wow, wow. Oh mein Gott, das ist mies. Aber wie cool die Idee ist mit dem Licht und so. Alright, ich habe ihn direkt. Batterie entfernen. Wammer. Uff, ey, was haben die hier für Forschung betrieben? Warte. Ey, nein, ich will die Batterie entfernen. So, jetzt ist das Ding... Es ist nicht blockiert. Alright, das ist mies. Da muss es also ganz rüber. Ich dachte, er entfernt die Batterie. Und dadurch... ist das Ding da blockiert. Wisst ihr, wie ich meine? Nee. Verflucht! Ich dachte, ohne Saft keine Kraft. Na gut, aber ich würde sagen, bei der Folge lassen wir es erstmal jetzt hier wieder gut sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ist ein geiles Game. Macht eigentlich richtig Bock zu spielen. Und ja. Wir schlagen uns hier schon irgendwie durch. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten, kommentieren und tschüss.